Guten Tag und herzlich willkommen bei Insolvenz TV Horion. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Dieses Video hat die Nummer 26 und stammt vom 11. November 2021. Mein heutiges Thema ist ein weiteres Mal das Insolvenzverfahren der Firma P&R Container Leasing GmbH. Über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde im Jahre 2018 das Insolvenzverfahren eröffnet. Es sind viele tausend Anleger geschädigt. Und in diesem Video, wie auch in dem vorangegangenen Video Nummer 25, befasse ich mich mit den Ansprüchen des Insolvenzverwalters gegen diejenigen Anleger, die zu Aktivzeiten der P&R Gelder ausgezahlt bekommen haben. Bei diesen Geldern handelt es sich um die Tagesmietzinsen und um die Rückkaufspreise bezüglich der zurückgekauften Container. Für diejenigen Zuschauer, die sich mit der Sache noch etwas genauer befassen möchten, verweise ich auf das Video Nummer 24. In diesem Video habe ich einen allgemeinen Überblick über den Sachverhalt und die rechtlichen Fragen gegeben. Der Insolvenzverwalter beruft sich bei den Rückforderungen gegenüber den Anlegern auf die Insolvenzanfechtung nach § 134 der Insolvenzordnung. Diese Vorschrift besagt Folgendes. Wenn der spätere Insolvenzschuldner an einen Dritten innerhalb von 4 Jahren vor dem Insolvenzantrag eine unentgeltliche Leistung erbracht hat, dann kann der Insolvenzverwalter nach Insolvenzeröffnung die Rückzahlung dieser empfangenen Leistungen verlangen, und zwar im Wege der Insolvenzanfechtung nach § 134 der Insolvenzordnung. Die entscheidende Frage ist nun, waren die Auszahlung von P&R an die Anleger, waren dies unentgeltliche Leistungen der P&R, ja oder nein? In dem vorangegangenen Video mit der Nummer 25 habe ich mich mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 20.05.2021 befasst. Hier wurde die Klage des Insolvenzverwalters abgewiesen. Das Oberlandesgericht München hatte festgestellt, dass die Voraussetzungen nach § 134 der Insolvenzordnung nicht gegeben sind. Außerdem hat das Oberlandesgericht München die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen. Und genau das ist das Anliegen des Insolvenzverwalters. Er möchte gern eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs erwirken, weil es in Deutschland verschiedene Entscheidungen gibt, auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. In diesem Video möchte ich eine Entscheidung Urteil Landgericht Stuttgart vom 8. Oktober 2020 mit dem Aktenzeichen 27O 34 aus 20 vorstellen. Das Aktenzeichen habe ich auch noch einmal im Text unterhalb dieses Videos aufgeführt. Ob das Urteil rechtskräftig ist, müsste noch festgestellt werden. Im Tenor kommt das Landgericht Stuttgart zu folgendem Ergebnis. Der beklagte Anleger muss den Rückkaufspreis für die Container hier in Höhe von 21.500 Euro zurückzahlen und die Mietzahlungen, hinsichtlich der Mietzahlungen hat das Gericht die Klage abgewiesen. Das Geld bleibt also bei dem Anlegern in diesem Verfahren. Zur Zahlung der Tagesmiete führt das Landgericht Stuttgart Folgendes aus. Wenn P&R tatsächlich keine Vermietung
vorgenommen hatte an den erworbenen Containern. Und wenn tatsächlich keine Gewinne erzielt wurden, dann zahlte P&R die sogenannten Tagesmietzinsen ja ohne Rechtsgrund an die Anleger, die davon aber nichts wussten. Die Begriffe ohne Rechtsgrund und Unentgeltlichkeit im Sinne von Paragraf 134 Insolvenzordnung sind allerdings nicht identisch. Für die Unentgeltlichkeit einer Leistung im Sinne von Paragraf 134 der Insolvenzordnung müssen nach der Rechtsprechung noch zwei Elemente dazukommen. Zunächst muss festgestellt werden, dass die empfangenen Gelder rechtlich auch tatsächlich beim Anleger verbleiben durften und nicht zurückgezahlt werden mussten. Das Gericht befasst sich mit den Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung, kommt aber zu folgendem Ergebnis: Wenn jemand, der weiß, dass er keine Zahlung schuldet, wenn er die trotzdem vornimmt, dann hat er keinen Anspruch auf Rückforderung. Dieser Grundsatz ist in Paragraf 814 BGB geregelt. Also durfte der Anleger die gezahlte Tagesmiete für sich behalten. Die Unentgeltlichkeit im Sinne von Paragraf 134 der Insolvenzordnung setzt allerdings auch noch voraus, dass der Empfänger der Leistung keine Vermögenswerteposition aufgeben muss. Das ist vorliegend aber der Fall, und zwar aus folgendem: Die P&R hatte aufgrund des ursprünglichen Kaufvertrages die Verpflichtung, das Eigentum an den erworbenen Containern zu verschaffen. Die Container waren in den Kaufverträgen nur nach Typenbezeichnungen aufgeführt, aber nicht nach konkreten Gegenständen. Nach den Kaufverträgen hatte P&R 90 Tage Zeit, diese Konkretisierung vorzunehmen. Dies ist in den allermeisten Fällen nicht geschehen, sodass ab dem 91. Tag die P&R mit ihrer Eigentumsübereignungsverpflichtung in Verzug gewesen ist. Verzug bedeutet Schadensersatz der Anleger. Die Anleger wären so zu stellen gewesen, als ob die Container von P&R konkretisiert worden wären. Durch die Mietzahlungen an die Anleger ist dieser Schadensersatz rechtlich untergegangen. Damit hat der jeweilige Anleger eine Vermögenswerteposition aufgegeben und damit ist auch keine Unentgeltlichkeit der Leistung im Sinne von Paragraf 134 der Insolvenzordnung eingetreten. Hinsichtlich der Rückkaufspreise, hier 21.500 Euro, hat das Gericht der Klage des Insolvenzverwalters stattgegeben. Das Gericht sagt, in dem Ursprungskaufvertrag habe P&R kein Eigentum an ganz bestimmten Containern verschafft, das auch nicht bis zum Rückkauf. Auch hier konnte der jeweilige Anleger keine individualisierbaren Container zurückübereignen. Damit, so das Landgericht Stuttgart, fehlte es an einem wesentlichen Element eines Kaufvertrages. Die Übereignung war also nicht möglich. Das heißt, der jeweilige Anleger hatte im Sinne von Paragraf 134 der Insolvenzordnung eine unentgeltliche Leistung erhalten, nämlich die Rückkaufspreise, ohne dass dafür eine Gegenleistung erbracht wurde. Soweit zur Entscheidung des Landgerichts Stuttgart. Ich halte fest, dass die beiden Entscheidungen OLG München im Video Nummer 25 und hier Landgericht Stuttgart
im Video 26 zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der Insolvenzverwalter hat sich ja hat gegenüber den Anlegern erklärt, wenn sogenannte Hemmungsvereinbarungen unterschrieben werden, wonach bis zum 31.12.2023 der jeweilige Anleger auf die Einrede der Verjährung verzichtet, dass dann zunächst mal versucht wird, eine Grundsatzentscheidung des BGH herbeizuführen. Sobald ich eine neue Nachricht habe über Rechtsprechung aus dem Bereich der Insolvenz der P&R Container Leasing GmbH, dann melde ich mich wieder auf diesem Kanal. Ich bedanke mich zunächst herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich bereits jetzt auf das nächste Video. Auf Wiedersehen.